Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Juli 2017. Ich bin Antonia Langsdorf und führe euch durch die Konstellationen. Ja, die Spannungen, die in der Luft liegen und die ich in der kosmischen Schwingung beschrieben habe, die werdet ihr sicherlich spüren. Trotzdem, eure Herrscherin, Liebesplanet Venus, geht ab dem 5. Juli in die Zwillinge und damit in einen sehr schönen harmonischen Aspekt zur Waagesonne und deswegen werdet ihr wahrscheinlich trotzdem viel Spaß haben. Singles können wunderbar flirten, Festliierte stehen eher unter Druck, vor allem die Geborenen der dritten Dekade. Trotzdem hilft auch ihnen der schöne Venus-Aspekt, sich auf das Gute in der Beziehung zu konzentrieren. Jetzt noch ein kleiner Hinweis: Nachher gibt es wieder eine Verlosung, also bleibt dran bis zum Schluss des Videos. Und jetzt schauen wir uns euren Erlebnishintergrund an, die langfristig wirkenden Tendenzen. Und wer hier treu mit dabei ist, weiß das ja auch schon. Ihr habt den Jupiter in eurem Zeichen stehen. Das ist eine sehr schöne Konstellation und der ist jetzt auch wieder direktläufig seit dem Juni. Und da werden viele von euch wahrscheinlich gespürt haben, dass die Dinge sich jetzt allmählich wieder in den Vorwärtsgang entwickeln und dass auch glückliche Momente, die sich angebahnt haben und vielleicht ins Stocken geraten sind, jetzt wieder in Gang kommen. Das ist also auf jeden Fall eine gute Nachricht. Und natürlich ist es, wenn der Jupiter in eurem Zeichen steht, einfach auch toll für die Liebe, für Beziehungen und um da glückliche Zeiten zu erleben. Diesen Aspekt spüren diesmal besonders die Geborenen vom 4. bis 11. Oktober. Aber gleichzeitig ist eben das Quadrat zu Pluto auch vorhanden, besonders gegen Ende des Monats. Das habt ihr ja auch schon lange, da habt ihr schon lange mit zu tun. Der steht hier für euch im 4. Haus der Familie. Viele Waagegeborenen, die ich auch kenne, haben wirklich auch seit längerem Probleme mit Familienmitgliedern. Es gab Verluste, und auch in dem Bereich Heim und Wohnen ist für viele Waagegeborene sehr viel los, dass sie umziehen, dass wir es aufgeben müssen, aber auch, dass sie was Neues kaufen. Aber das ist alles immer mit sehr viel Stress verbunden und Pluto ist eben auch eine Zeit, wo man sich wandeln muss und wo einen das die Entscheidungen, die man da trifft, wirklich auch transformieren. Nichts geht irgendwie so leicht von der Hand, ne? Also ihr habt zwar hier Glück mit Jupiter, aber trotzdem sind diese Herausforderungen, die hier angezeigt werden, doch ganz schön heftig und ihr habt damit sehr viel zu tun. Aber im besten Falle schweißt euch das eben auch mit eurem Liebsten zusammen, mit eurem Partner oder eben auch mit den Menschen, die euch wichtig sind. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat vor allem die, die zwischen dem 8. und 13. Oktober Geburtstag haben. Dann gibt es ja noch das Sextil zu Saturn. Der steht ganz gut zur Waagesonne hier aus dem dritten Haus heraus. Das bedeutet, dass ihr in vieler Hinsicht jetzt sehr ernsthaft seid und denkt und auch eure Worte so ein bisschen wie in Stein gemeißelt sind. Ja, also was ihr sagt, hat wirklich Gewicht und da könnt ihr auch viel Einfluss üben. Und diesen Aspekt spüren besonders die Geborenen vom 12. bis 18. Oktober. Und last but not least, sehr wichtig, die Opposition zu Uranus im Partnerhaus hat schon für viele Waagen sehr viel Beziehungsumwandlung gebracht, viel Stress auch, viel Neues. Der steht jetzt hier ganz hinten in der dritten Dekade und bringt auch von dort aus immer noch wieder den Wunsch, neue Beziehungen anzufangen, alte vielleicht zu beenden, je nachdem, wie das für euch steht. Und das spüren in diesem Monat besonders die Geborenen vom 19. bis 22. Oktober. Und nochmal ein Tipp: Alle diese Konstellationen, die sich ja jetzt auch das ganze Jahr nicht ändern, habe ich ausführlich im Jahreshoroskop besprochen, was die auch psychologisch bedeuten. Also, falls ihr euch da nochmal genauer informieren wollt, könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Gut, kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen für den Juli. Am Samstag, den 24. Juni, haben wir den Neumond, der die nächsten 4 Wochen so ein bisschen bestimmt. Das habe ich ausführlich im Juni-Horoskop besprochen. Und der steht jetzt für euch im 10. Haus der Berufung und des Berufs und der Karriere. Das ist also eine wichtige Zeit dann für euch. Und der Juli geht dann auch los mit der Sonne im 10. Haus im Krebs. Die geht da jetzt gerade in die zweite Dekade. Das ist eine Spannung zur Waagesonne, aber eine sehr produktive Spannung. Also diejenigen, die nicht im Urlaub sind, werden beruflich einiges reißen können. Auch der Mars steht dort für euch, auch im Quadrat und jetzt für die zweite Dekade. Das ist schon auch eine spannungsreiche Konstellation, habe ich auch im Juni schon drüber gesprochen. Also, wo man dann auch schon mal mehr als sonst vielleicht Konflikte auszustehen hat. Für euch wahrscheinlich eben beruflicher Natur oder jemand ist hier
als Chefperson schwierig und auf Krawall gebürstet. Das kann also schon auch eine Belastung sein. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr da nicht aus der Haut fahrt. Genau. Dann, ja, und überhaupt jetzt, je nachdem auch wie der Mars dann in eurem individuellen Horoskop steht, ist es einfach eine Zeit, wo man eher als sonst aus der Haut fährt, wo man vielleicht nicht so gut ist darin, diplomatisch zu sein, wie sonst, wie ihr das sonst könnt, ne? Und wo ihr euch auch vielleicht manchmal vorkommt, als ob ihr euch selbst gar nicht wiedererkennen würdet. Diese Phase dauert also noch bis zum 20. Juli, dann geht der Mars in den Löwen, dann wird das besser. Genau, Merkur steht jetzt auch im Krebs im Quadrat zur Waagesonne, die Venus steht im Stier hier im 8. Haus der festen Beziehungen jetzt noch die ersten Tage in der dritten Dekade. Genau, und jetzt müssen wir darauf hinweisen, dass wir in den ersten 5 Tagen des Julis hier eine sehr starke Spannung haben zwischen Mars und Pluto. Das ist eine sehr explosive Konstellation und die stehen nun alle im Quadrat zur Waagesonne und hier auch zu dem Jupiter. Das heißt, in diesen 5 Tagen müsst ihr wirklich auf euch Acht geben. Und mit Jupiter in eurem eigenen Zeichen werdet ihr wahrscheinlich denken, dass ihr im Recht seid und vielleicht seid ihr auch im Recht. Aber es trotzdem davon abzuraten, da jetzt zu versuchen, Konflikte durchzufechten oder auf jeden Fall Recht zu behalten, weil das kann sehr schwierig werden und das kann auch dann unabsehbare Folgen haben. Ja, deswegen so Konflikte können jetzt auch destruktiv wirken. Und deswegen in den ersten 5 Tagen, egal was es ist, wenn ihr euch aufregen wollt, erstmal den Ball flach halten und lieber erstmal gucken, ob man das nicht friedlich beilegen kann oder einfach vertagen kann. Ne? Am besten ist natürlich diejenigen, die in Urlaub sind und dann vielleicht einfach solchen Sachen aus dem Weg gehen können. Aber auch im Urlaub gibt es Situationen, sei es, dass einem das Hotel nicht gefällt oder die Leute, mit denen man verreist, es nicht gefallen. Ne? Dass auch da gibt es Situationen, wo man eventuell in so eine Konfliktsituation verwickelt wird. Und da solltet ihr nicht drauf beharren, dass ihr im Recht seid. Und auch wenn ihr vielleicht versucht, hier mit Jupiter, weil ihr auch Gerechtigkeit euch wünscht, einzugreifen, es wird wahrscheinlich auch nach hinten losgehen. Genau, also das ist wichtig zu wissen und zu bedenken. Dann am 5., sehr schön für euch, geht die Venus ins Zeichen Zwillinge und damit für den Rest des Monats in einen sehr, sehr schönen Aspekt. Ist auch ganz toll, wenn ihr in Urlaub fahrt, wenn ihr verreist, und dann wird das ein liebevoller Reisemonat. Sehr gut für eure Beziehungen und natürlich auch für neue Beziehungen und Flirts. Und die Venus geht dann eben am 5. erstmal in die erste Dekade. Das heißt, die erste Dekade bekommt dieses schöne Trigon von der Venus ab. Gleichzeitig geht der Mars dann in die dritte Dekade. Das heißt, da wird das Quadrat dann am stärksten sein, ab dem 5. Juli. Und wir haben ab dem 5. bis zum 7. auch eine schöne Flirtphase. Und da profitiert ihr bestimmt auch davon, weil nämlich die Venus, der Merkur und der Jupiter alle günstig für euch stehen. Hier auch der Mond noch in den Tagen. Also das ist eine gute Phase, um zu flirten und um von dem Stress der vergangenen Tage sich auch wieder zu erholen. Und in diesen Tagen fällt auch ein Top-Tag, das ist hier der 6., wo ihr eben super schöne Aspekte habt mit der Venus und dem Merkur, was toll ist für Liebesgeflüster. Und wenn da die Venus ja bei euch herrscht, ist es für euch immer gut, wenn sie positive Aspekte kriegt. Genau. Dann kommt diese kritische Phase rund um den Neumond, die ist wirklich auch schwierig. Und da geht es wieder darum, dass man sich besser raushalten sollte und dass ihr lieber nicht versuchen solltet, um jeden Preis Recht haben zu wollen, weil das wahrscheinlich nach hinten losgehen wird. Denn die Leute sind alle unglaublich emotional, vielleicht auch ihr selber. Was es auch immer ist, der Vollmond ist ja an einem Wochenende, Sonntag früh, also von Samstag auf Sonntag, versucht, Problemen einfach aus dem Weg zu gehen. Das bringt gar nichts, sich da reinzustürzen in der Zeit. Und wenn ihr dann denkt, dass ihr vielleicht hier diejenigen seid mit dem Jupiter, die jetzt hier für den gerechten Ausgleich sorgen, dann kann es euch passieren, dass die Streithähne hier dann auch noch sauer auf euch sind. Also würde ich nicht machen, ich würde mich da raushalten. Genau, trotzdem ist am 10. wieder für die Liebe ein schöner Tag. Vor allen Dingen, wenn ihr auf Reisen seid, weil dann der Mond nämlich in den Wassermann geht und hier schöne Aspekte machen wird zur Venus und zum Jupiter an diesem Tag. Also das dürfte ein guter Tag für euch werden. Dann am Samstag, dem 15., da wird die Venus in den Zwillingen dann in die zweite Dekade gehen. Das heißt, danach bekommen also diejenigen, die die Sonne in der zweiten Dekade Waage haben, diesen schönen Aspekt von der Venus. Und es ist auch ein Top-Tag,
weil wir da auch wieder schöne Konstellationen mit dem Mond haben, der dann in euer Partnerhaus geht und auch Begegnungen begünstigt. Das sind einfach schöne Stunden dann am Samstag für euch in der Liebe. Überhaupt haben wir ja vom 14. bis 19. eine tolle Flirtphase mit sehr schönen Aspekten. Vor allen Dingen wird die Venus einen schönen Aspekt zu Neptun, zu Jupiter bilden. Gleichzeitig wird sie auch hier eine Spannung zu Neptun bilden, Neptun den Romantikplaneten. Aber Venus, Neptun ist nicht so eine schlimme Spannung. Das ist eher eine schöne Spannung, weil die dann noch so eine Fantasie mit reinbringt. Und dann eben hier gleichzeitig zu Jupiter, der in eurem Zeichen steht. Also das ist eine sehr schöne Zeitqualität für euch, trotz der kritischen Probleme. Kritisch ist nämlich auch die Zeit vom 15. bis 20. gleichzeitig sozusagen, weil wir hier eine harte Spannung haben zwischen Mars und Uranus. Das sind auch zwei sehr harte Planeten. Und da hat man dann wieder den Wunsch, sich zu befreien. Ja, also da kann es gerade auch in einer festen Beziehung dazu kommen, dass man sagt, jetzt ist aber Schluss damit und dass man dann vielleicht überstürzt tatsächlich eine Beziehung beenden will. Da würde ich auch von abraten. Merkt euch mal die Zeit, 15. bis 20. Also keine gute Idee, da aus einem Impuls heraus mit irgendwas oder irgendwem Schluss zu machen. Da würde ich lieber noch ein bisschen abwarten. Denn ab dem 20. ändert sich die Energie, also gerade für euch auch sehr positiv. Denn da gehen Mars und am 22. auch die Sonne in den Löwen und damit in einen günstigen und freundschaftlichen Aspekt zur Waagesonne. Und dann werdet ihr das auch schon spüren. Dann kommt wieder mehr Leichtigkeit rein und mehr Feierstimmung. Und insofern wird euch das auch gefallen. Und am 20. Juli selber habt ihr auch nochmal Top-Flirt-Chancen, weil nämlich da der Mond hier die Venus und den schönen Aspekt zu Jupiter aktiviert. Das ist sehr günstig. Und gleichzeitig haben wir Merkur, Saturn. Das heißt, da wird dann nicht nur geredet, sondern da kann dann auch wirklich was Ernsthaftes draus entstehen. Also das ist nicht nur so eine flockige Energie, sondern eine seriöse Energie auch. Genau. Wie gesagt, dann am 22. Sonne auch im Löwen. Das ist super für euch. In der kosmischen Schwingung bin ich ja auch darauf eingegangen, dass es eine sehr schöne Zeit für Partys und Sommerfeste dann wird. Und da kriegt ihr bestimmt sehr viele Einladungen, weil das Ganze bei euch im Haus der Freundschaften stattfindet. Und dort passiert dann auch der Neumond. Das heißt, neue Impulse aus eurem Freundeskreis oder durch eure Freunde für die nächsten 4 Wochen sehr wichtig. Also da solltet ihr euch dann auch euren Freundschaften widmen. Es ist nicht ganz einfach für viele Wagen, weil die eben so stark auch im Stress sind, beruflich auch so viel zu tun haben und dann dazu neigen zu sagen, ja, ich kann meine Freunde auch wann anders anrufen, aber irgendwann sind die dann vielleicht auch mal ein bisschen, ja, eingeschnappt, wenn sie dann immer nichts für euch von euch hören. Und deswegen solltet ihr euch ab dem Neumond vom 23. vornehmen, eure Freundschaften zu pflegen. Vor allen Dingen, weil wir ja da auch diese Saturn-Venus-Konstellation haben. Venus geht dann in die dritte Dekade des Zeichens Waage und zeigt eben hier auch an mit diesem Aspekt zu Saturn, dass es wichtig ist, sich um alte Freunde, alte und bestehende Beziehungen zu kümmern. Solltet ihr euch also auch mit vornehmen. Genau. Und dann am 26. tritt der Merkur ins Zeichen Jungfrau ein, in euer 12. Haus. Das kann sich ein bisschen anfühlen, als würde der Merkur rückläufig werden. Und am 29. habt ihr nochmal einen Top-Tag. Da ist der Mond dann in eurem Zeichen aktiviert, den Jupiter und der Mars steht gut für euch, die Venus steht gut für euch. Also das ist auch nochmal ein schöner Tag zum Flirten, besonders für die dritte Dekade dann. Und am 31. geht dann die Venus ins Zeichen Krebs und damit in euer Berufshaus ist also eventuell nochmal dann Flirts mit Leuten möglich, die ihr beruflich kennenlernt. Ja, soweit also der Juli mit den Konstellationen. Wenn ihr jetzt doch das Gefühl habt, ihr solltet vielleicht mal in euer persönliches Horoskop gucken, bin ich natürlich für euch da, für eine Beratung jederzeit. Da braucht ihr nur auf meine Webseite zu gehen, könnt ihr euch was aussuchen oder auf meinem Kundentelefon mich anrufen. Oder ihr macht einfach mal mit bei meinem Webinar Antonias Sterne. Der nächste Termin ist am 23. Juni und dann ein Termin am 28. Juli. Da beantworte ich für jede Teilnehmerin eine Frage zum persönlichen Horoskop. Ja, meine Lieben, und es gibt auch wieder eine Verlosung, 15 Minuten Kurzberatung, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen netten Kommentar hier postet. Damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen und lasst den Juli nicht zu heiß werden, sondern so, dass ihr es noch genießen könnt.